eine goldene Denkmünze und außerdem 200 Taler demjenigen, welcher ein zuverlässiges und unfehlbares Verfahren angibt und in Ausführung bringt, harte, gegossene Walzen aus inländischem Material zu fertigen. Es muss ein paar Walzen geliefert werden, welches den nötigen Proben hinsichtlich Gleichmäßigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit unterworfen werden kann. Die Walzen müssen wohlfeiler als die des Auslandes von gleichem Durchmesser und gleicher Länge sein. Berlin im Herbst 1821. Der Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen. So lautete der Text eines Preisausschreibens des Vereins. Gewinner des Ausschreibens war die Königliche Eisengießerei zu Berlin. Den wirtschaftlichen Wettbewerb hingegen gewannen die Walzengießereien im Siegerland. Hiervon handelt unser Film. Folgen Sie uns. Das Siegerland liegt in der Südspitze Westfalens, mitten in Deutschland. Die Großstädte Köln, Frankfurt, Dortmund und Kassel sind durchweg in etwa einer Autostunde zu erreichen. Es handelt sich um eine Mittelgebirgslandschaft von herber Schönheit. Die Sieg, die den Namen gab, durchfließt die Täler im Siegener Stadtteil Eiserfeld, überwölbt von einer der größten deutschen Autobahnbrücken. Grüne Städte und Ortschaften, Wald, Wiesen und Wasser, wohin der Blick fällt. Dennoch ist das Siegerland eine Industrieregion. Seit mehr als 2500 Jahren hat hier die Eisengewinnung und Verarbeitung Tradition. Die Kunst der Eisenverarbeitung gab den Menschen an der Sieg über Jahrhunderte Arbeit und Brot. Unter dem Krönchen der Nikolaikirche, dem Wahrzeichen der Stadt und des Landes, entwickelte sich eine blühende Eisenindustrie. Wie begann es? Vor mehr als 2500 Jahren kamen Kelten vom Rhein in diese Region. Sie suchten und fanden den Eisenstein, das Erz. Es wurde gesammelt und in kaum mannshohen, lehmgeformten Öfen unter Ausnutzung des meist aus West wehenden Hangaufwindes geschmolzen. Ausgrabungen beweisen, dass es in günstig gelegenen Seitentälern, den sogenannten Seifen, zahlreiche dieser Öfen aus keltischer Zeit, der Laternenzeit, gab. Bald war das offenliegende Erz verbraucht. Man musste den Lagerstätten in die Tiefe folgen. Die Geschichte des Siegerländer Erzbergbaus währte über 2500 Jahre, bis zum Jahr 1965. Brennstoff für die Eisenverhüttung kam aus dem Hauberg. Eine Waldnutzung, die über Jahrhunderte das Energieproblem löste. Der Wald lieferte das Holz für Haus und Herd und das Holz für die Köhler, die früher in allen Dörfern ihrem Gewerbe nachgingen und die dringend benötigte Holzkohle herstellten. Die Holzkohle war es, die den Eisenschmelzern die benötigten hohen und gleichmäßigen Temperaturen von über 1000 Grad Celsius ermöglichte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kam der Brennstoff Koks aus den Kohlegruben an der Ruhr und verdrängte die Holzkohle nach und nach gänzlich. Mit der zunehmenden Industrialisierung entstanden auch im Siegerland komplette Hüttenwerke, die ursprünglich das heimische, später aus Kostengründen mehr und mehr importierte Erz verarbeiteten. Die Hochöfen überlebten den Siegerländer Erzbergbau nur um wenige Jahre. Bis zu ihrem Erlöschen ging das erschmolzene Roheisen zu einem Teil an die heimischen Walzengießereien. Seit etwa 160 Jahren haben sich Walzengießereien im Siegerland etabliert, die zu einem guten Teil noch heute existieren. Schauen wir den Walzengießern von gestern zu, wie sie Walzen herstellten. Für die Walze wurde in Handarbeit eine eigene Form gebaut, hier der Unterkasten. Auf ihm ruht in der Gießgrube die Last der Form und der Schmelze. Die Former haben natürlich entscheidenden Anteil an der Qualität der entstehenden Walze. Es entsteht eine Hohlwalze. Der aus gehärteten Sanden geformte Kern wird mit großer Sorgfalt eingesetzt. Die aus Einzelteilen bestehende Form wird anschließend noch fixiert und exakt ausgerichtet. Gestern wie heute kommen die verschiedenen Spezialqualitäten, auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten, aus dem Schmelzofen.
In diesem Werk ist es ein Kupolofen. Vor dem Walzenguss werden Proben entnommen. Nach Freigabe der Charge erfolgt der Guss. Es wird im statischen Standgussverfahren gegossen. Tangentialer Anschnitt lässt das Schmelzgut kreisend in die Kokille eintreten und sie von unten nach oben füllen. Walzenrohlinge müssen spanabhebend bearbeitet werden, um ihre endgültige Form zu bekommen. Dafür brauchte man ganz spezielle Maschinen, die es bis dato nicht gab. Die Walze als Werkzeug zu nutzen, geht auf eine Idee des genialen Leonardo da Vinci zurück. Es vergingen allerdings einige Jahrhunderte, bis aus der Idee Realität wurde. So arbeiteten unsere Großväter in Walzwerken, die mit Siegerländerwalzen ausgerüstet waren. Das Siegerland war im aufstrebenden Industriezeitalter ein bedeutender Eisen- und Stahlhersteller und der wohl wichtigste deutsche Walzenlieferant. Zahlreiche Walzengießereien mit klangvollen, weltweit bekannten Namen zeugen von der glanzvollen Geschichte dieses Industriezweiges, die im Jahre 1842 begann. In diesem denkwürdigen Jahr gelang dem Fabrikanten Achenbach der erste Hartwalzenguss. Einige dieser Firmen gibt es nicht mehr. Dennoch sind heute von den 8 deutschen Walzengießereien 4 Betriebe im Siegerland ansässig. Das Siegerland ist zu Beginn des neuen Jahrtausends noch immer das Zentrum europäischer Walzenfertigung. Wie unterscheidet sich das gestern und heute der Walzenherstellung? Was ist anders? Sehr vieles und wiederum auch nichts. Die moderne Technik versetzt die Walzenhersteller in die Lage, ihre Produkte mit höchster Genauigkeit für den jeweiligen Verwendungszweck einzustellen. Die Grundforderung, außen hart und innen zäh, ist dabei Stand der Technik. Man kann mehr, viel mehr als die Pioniere dieser Technologie. Wenig verändert haben sich hingegen Arbeiten wie etwa der Formenbau. Die Herstellung kleiner und mittlerer Walzen unterscheidet sich kaum von den Arbeitsmethoden vor 100 Jahren. Auch heute ist das handwerkliche Geschick der Former unabdingbar. Eine Walzenform bekommt man auch heute nicht von der Stange. Gekonnte Handarbeit ist noch immer angesagt. Eine perfekt gebaute Form gibt dem Walzenrohling eine ausreichende Dimensionierung, damit später die fertig bearbeitete Walze keinerlei Fehlstellen erhält. Ein jedes Mehr an Schnittzugabe würde den ohnehin erheblichen Bearbeitungsaufwand nochmals erhöhen. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation im internationalen Walzengeschäft muss so kostensparend und rationell wie nur irgend möglich gearbeitet werden. Der Markt ist zu Beginn des neuen Jahrtausends heiß umkämpft. Die Preise sind mit spitzem Stift kalkuliert. Im Jahre 1842 war die Walze des Meisters Achenbach eine technische Sensation. Heute werden Walzen mit Fertigstückgewichten von bis zu 300 Tonnen im Siegerland gegossen und bearbeitet. Das erfordert ein Rohgussgewicht von etwa 500 Tonnen. Doch davon später. Ist der Unterkasten fertig, so werden die weiteren Formkästen aufgesetzt. Kerne wie diese werden auf Spezialmaschinen aus kalt ausgehärteten Sanden hergestellt. Kerne sind notwendig, wenn Hohlwalzen gegossen werden, sowohl als reine Walzenmäntel wie auch als solche mit angegossenen Zapfen.
Während die Gussform fast fertig ist, laufen an anderer Stelle bereits die Gießarbeiten. In modernen Öfen erzeugt man Schmelzgut von hoher Homogenität. Hier wird das flüssige Material der Gießpfanne übergeben. Gleichzeitig werden verschiedene Zuschlagstoffe der Schmelze zugegeben. Es wird legiert. Wie schon bei den Vätern der Walzengießer werden Proben für die metallurgischen Untersuchungen entnommen. In der Folge werden wir auf diese unabdingbaren Laborarbeiten zurückkommen. Ist die Schlackenhaut vom Werkstoff in der Pfanne abgezogen worden, so wird die Temperatur gemessen und wenn diese stimmt, beginnt der Walzenguss. Die Walzenhersteller versuchen, wenn möglich, Aufträge für Walzen mit gleichen Anforderungen und chemischen Zusammensetzungen zu sammeln und an einem Tag zu vergießen. Die Marktsituation zwingt, wie erwähnt, die Hersteller zu wirtschaftlichen Produktionsmethoden. Das Gießen der Walze erfolgt hier im statischen Standguss. Die Schmelze wird von unten nach oben in die Form gegossen. Es ist eine traditionelle Gießmethode. Die beruhigte Schmelze steigt rotierend gleichmäßig in der Form auf und sorgt für die porenfreie Ballenoberfläche der Walze. Die Animation zeigt den Ablauf des Gießvorgangs. Das Metall ist bei dieser Gießtemperatur flüssig wie Wasser und dringt so in alle Bereiche der Formprofile. Verlassen wir die Kleinwalzenherstellung und wenden uns den schweren Brocken dieser Spezies zu. Wie erwähnt, werden im Siegerland Walzen mit Stückgewichten von bis zu 300 Tonnen hergestellt und bearbeitet. Diese Walzengießerei hat sich auf Großwalzen spezialisiert. Die Dimensionen sprechen für sich. Der Formenbau dieser Größenklasse bewegt sich im Grenzbereich des Machbaren. Hier werden die Voraussetzungen für das spätere Hightech-Werkzeug Walze geschaffen. Großwalzen erfordern aufgrund des immensen Bedarfs an Schmelzgut einen gleichzeitigen Verguss aus mehreren Gießpfannen. Am Ende dieses Gusses werden rund 500 Tonnen Schmelze vergossen sein. Das legierte und entschlackte Mantelmaterial füllt die Form. Die Abkühlphase der Walze dauert etwa 2 bis 3 Wochen. Derartige Arbeiten werden bei den Beteiligten nie zur Routine. Jeder Guss bleibt immer etwas Besonderes in seiner Art, etwas Einmaliges. Um den heutigen gehobenen Ansprüchen an das Werkzeug Walze gerecht zu werden, findet das Schleudergussverfahren mehr und mehr Anwendung. Hierbei dreht sich die Form mit mehreren hundert Umdrehungen per Minute während des Gusses. Leider sieht man in der Realität nicht viel vom Verfahren. Um den Ablauf dieses Walzengießverfahrens zu demonstrieren, zeigen wir einen Laborversuch. Bevor das Metall, hier ist es Versuchsmedium, in die rotierende Form gefüllt wird, muss diese auf voller Geschwindigkeit laufen.
Das auf dem Boden der Form eingefüllte Material steigt durch die Rotation an der Wandung empor. Die Drehung hält das Material an der Kokillenwand fest, wo es sofort abzukühlen beginnt. Die Stärke des Mantels ist auf den Millimeter bestimmbar. In das Zentrum kann dann das weiche Kernmaterial gegossen werden. Schauen wir uns zuvor einige Streiflichter der Mantelherstellung in diesem Verfahren an. Im Zentrum ist ein exakt definierter Freiraum für den Kern entstanden. In dieser Phase sind neben der praktischen Erfahrung Stoppuhr und Thermometer unverzichtbare Hilfsmittel. Hier kommt es auf die Minute an. Inzwischen ist das Kernmaterial vergussfertig. Es hat eine Temperatur von etwa 1400 Grad Celsius. Da man in Realität auch hier wenig sehen kann, der Vorgang im Laborversuch. Hier in diesem Werk werden im Schleudergussverfahren Walzen bis zum Fertiggewicht von bis zu 300 Tonnen produziert. Doch wenden wir uns dem zu, was nach dem Abkühlen der Gussteile passiert. Wir sind wieder dort, wo wir das Formen und Gießen kleinerer und mittlerer Walzen beobachteten. Es wird ausgeformt. Formkokille um Formkokille wird vorsichtig über den erstarrten Walzenkörper gezogen. Was da so herausrieselt, ist der restliche Formsand, der seine Schuldigkeit getan hat. Walze, Unterkasten und Eingussrohr werden in diesem Werk gemeinsam aus der Gießgrube gehoben. Die Walzen werden anschließend kontrolliert, restlos abgekühlt oder speziellen Wärmebehandlungen in Glühöfen unterzogen. Dann geht es an die Bearbeitung. Die Maschinen für die Walzenbearbeitung wurden schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Siegerländer Maschinenfabriken entwickelt und gebaut. Mit Maschinen aus den weltweit führenden Werken werden auch diese Walzen bearbeitet. Aus Rohlingen werden Hightech-Werkzeuge. Im ersten Schritt wird die Gusshaut abgedreht. Es ist die Vorbereitung für die Endbearbeitung. Die extrem hohe Oberflächenhärte der Walzen erfordert besondere Werkzeuge, die in der Lage sind, die hohen Zerspannungskräfte aufzunehmen. Die Art und das Aussehen der anfallenden Späne signalisieren dem Fachmann Härte und Zähigkeit des Walzenmaterials. Auch für die Riesenwalzen, die im Siegerland produziert werden, kommen die Drehbänke und Schleifmaschinen aus dieser Region. Es sind neueste CNC-gesteuerte Maschinen höchster Präzision und weltweiter Berühmtheit. Die Bearbeitung der Kolosse erfolgt im Mühbereich, also auf den tausendstel Millimeter genau. Eine auf den ersten Blick erstaunliche Präzision für die klobigen Werkteile. Bedenkt man jedoch, dass unter Walzeneinwirkung Produkte von extremer Maßhaltigkeit entstehen sollen, so wird der Bearbeitungsaufwand verständlich. Besonders dem finalen Schleifen kommt eine entscheidende Bedeutung zu. So werden Rundlaufgenauigkeiten von weniger als 2 μ bei Zylinderformabweichungen von nur plus minus 1 μ auf 1000 mm Länge erzielt. Begleitet werden die Arbeiten durch eine Vielzahl von Kontrollen. Diese reichen von der konventionellen Mikrometermessung über Rundlaufmessungen, Schrecktiefenmessungen, Messungen der Oberflächenhärte nach Vickers oder mit dem Equotip Rückprallhärte-Prüfgerät. Eine Walze dürfte wohl zu den meistgeprüften und kontrollierten Produkten der Metallindustrie gehören. Alle ermittelten Werte werden festgeschrieben und sind damit Teil der Walze.
Es werden Oberflächengüten kleiner als RA 0,02 μ erreicht, was etwa zum Auswalzen von Folien nötig ist. Auch die aus der Medizin bekannte Ultraschalluntersuchung wird von den Walzenherstellern genutzt. Werfen wir einen Blick in die Labors der Werke. Metallurgen untersuchen die den Schmelzen entnommenen Proben nach allen Möglichkeiten heutiger Labortechnik. Neben der Qualitätssicherung dienen diese aufwendigen Arbeiten der Optimierung und Weiterentwicklung des Hightech-Produktes Walze. So unterschiedlich wie die späteren Einsatzbereiche der Walzen sind, so unterschiedlich stellen sich Oberflächen, Formen und Bearbeitung dar. Während dieser Walzenkörper texturiert, also die Oberfläche durch Laserspots aufgeraut wird, bekommt jene Walze eine spezielle Oberfläche. Hier sind es Profile, die eingearbeitet werden. Bei der Bearbeitung geht es jedoch nicht nur um die Walze im Arbeitsbereich, auch die Saiten, die Schäfte, die Achsen erfordern gleichen Aufwand, Beachtung und Präzision. Diese Bereiche der Walzenkörper dienen der sicheren Auflage und präzisen Rundlaufgenauigkeit. Die Bohrungen und Ausfräsungen in diesen Stirnbereichen gewährleisten die sichere Kraftübertragung für den Antrieb der Walze. Die moderne Walzenherstellung macht Aufwärm- und Glühprozesse erforderlich. Die Walzen aus Grauguss, die hier aus dem Glühofen kommen, werden mit Stahlachsen ausgestattet. Nach dem Erkalten ist eine untrennbare Einheit entstanden. Diese auf minus 65 Grad Celsius heruntergekühlten Stahlachsen werden ebenfalls mit dem gegossenen Walzenkörper zu einer Einheit verschrumpft. Das Bild der Walze hat viele Facetten, viele Erscheinungsformen. Ein Ende der Walzenvielfalt ist nicht absehbar. Neue Produkte fordern neue Werkzeuge, also auch neue Walzen. Nachdem wir uns in den vergangenen Minuten mit der Herstellung der Walzen befasst haben, lassen Sie uns einen Blick in den Arbeitsalltag dieser Werkzeuge werfen. Eisenbahnschienen, Riffelbleche, Profilbleche für Dach, Wand und Decken sind ohne Profilwalzen undenkbar. Profile, Stäbe, Drähte und Bleche sind seit Jahrzehnten Domänen des Einsatzes von Walzen.
Beheizbare Hohlkörper und Kalanderwalzen sind die Werkzeuge in Papiermaschinen und Kunststofffolienwalzwerken. Eigentlich gibt es kaum einen Bereich des Lebens, in dem es keine Produkte ohne Walzenkontakt gibt. Seien es nun Kunststoffbahnen oder Nahrungsmittel. Automobilbau ohne gewalztes Material undenkbar. Schienenfahrzeuge und Schienen haben ebenso Walzenkontakt wie die Bauteile von Schiffen und Flugzeugen. Die Idee des Leonardo da Vinci war ein Volltreffer. Dank der Männer, die aus der Idee Realität werden ließen, ist die Walze bis zum heutigen Tage auf Erfolgskurs. Auch im Siegerland, dem Traditionsland deutscher Walzenherstellung, unterlag, wie eingangs schon erwähnt, die Branche einem Gesundschrumpfungsprozess. Die verbliebenen 4 Walzengießereien führen jedoch die lange Tradition innovativ und erfolgreich fort. Walzen aus dem Siegerland haben auch zu Beginn des neuen Jahrtausends einen vorzüglichen Ruf und zählen weltweit zu den bevorzugten Produkten. Meister Achenbach wäre zufrieden. Wie sind die Chancen für die Zukunft? Auch ohne prophetische Gaben kann man diesem traditionellen Industriezweig trotz des rauen Wettbewerbs eine erfolgreiche Zukunft voraussagen. Glück auf für den Walzenguss im Siegerland. Siegen, Alt-Nassaus, Aug und Ziehe, hoch schwebt ein Krönchen über dir. Aus Eisen ward es einst gemacht, das kam aus deiner Berge Schacht. Mit Schmiedekunst der Kranz verziert, darin ein Pfeil das Wetter führt. So dauert es im Sturm der Zeit, wie Kreuz und Krone, Leid und Freud.